Hallo miteinander und willkommen zurück. Ich bin Pixel Player Jack und wir machen weiter mit The Evil Within 2. Ja, schauen wir mal weiter. Wir suchen ja immer noch den Lauf für unser Präzisionsgewehr. Müssen wir mal gucken, wo wir weiter suchen. Können wir das aufmachen hier, das Tor? Nö. So, ich glaube, ich mache den... Nee, ich mache den jetzt nicht auf. Wir latschen mal hier so drum. Hier konnten wir, glaube ich, durch. Yep. Und dann weiß ich nicht, vielleicht sollten wir hier mal rüberklettern. So. Und wieder ein paar Waffenteile. Und Schießpulver. So, hier ist jemand mit dem Auto reingefahren. Ich brauche das dringender als du, Kumpel. Oh oh. Oh Gott. Das war ja klar gewesen. Hör auf, hör auf, hör auf. Oh Mann. Du Schwein. So, die. Handfeuerwaffe mit Laseroptik. Diese halbautomatische Pistole besitzt eine Laseroptik für mehr Genauigkeit auf größere Entfernung. Sehr schön. So, den haben wir auch gelootet. Und das hier können wir nicht aufschieben. Interessant, interessant. Da ist auch nichts drin. Nö. Da auch nicht. Sehr cool, eine neue Handfeuerwaffe. Aber noch immer nicht das Ersehnte, was wir gesucht haben. Aber wir könnten ja mal den... Oh. Den Waffentyp wechseln, ne? Nehmen wir die doch. Ja, sehr schön. Sehr cool. Zack. Und hier eben drauf und das auch kaputt haben. Jawohl. Na, einsammeln und drüber. So. Warum ziehen wir beim Laufen... Ach, wir haben gerade beim Laufen so eine weißen Schlieren gezogen. Das war ja seltsam. So, Mitchell & Sons Construction. War jetzt hier das Teil drinne? Denn ja, haben wir es vermutlich dort gefunden. War hier nicht irgendwo eine Werkbank? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ach nee, das wird uns ja eben auf der Karte eingezeichnet. So. Dann können wir hier auch wieder raus. So, einmal hier durch. Und da mal lang. Gut. Bin immer noch nicht schlüssig, ob wir das hier öffnen sollten. Wer weiß, was uns da drin erwartet. Jetzt könnten wir erstmal eben gucken, dass wir auf die... Ach nee, so, dass wir die dorthin packen. Oder oben. Machen wir lieber oben. Und dann können wir Bolzen wechseln. Explosivbolzen. So, aufmachen. Und gleich einen reinfeuern. Hallo Leute. Jawohl. Oh, 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 oh. Sehr schön. Oh oh. Wo sieht uns noch einer? Wo sieht uns noch einer? Da. Boah. So. Das habe ich gewollt. Gut, 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 gut. So, dass das nicht so locker von der Hand gehen wird, das war ja klar. Aber. Die haben doch.
wenn da schon so viele drin waren, irgendwas Sinnvolles bewacht oder nicht. Was ist das denn? Echt jetzt? Sachen, die ich habe oder nicht mehr nutzen kann, benutzen. So. Dann können wir den anderen wenigstens einsammeln. Und wir sind wieder guter Dinge. Die können wir nicht mitnehmen. Okay. Dann gehen wir doch mal hier vorne hin. Da nehme ich mal wieder ein bisschen Kraut. Dort geht es nicht hinein. Axt ist immer super. Die hat eine ordentliche Reichweite, um hier mehrere Kisten auf einmal kaputt zu machen. So. Gehen wir mal in den Hintergarten. In den Backyard. Nö, da ist nichts. Hier schauen wir auch nochmal gleich. Hinterhof. Mal hier wieder durch. Was ist das hier? Wasserspender? Ein Tank? Keine Ahnung. Und hier können wir nicht rein. Von Mobius. Versiegelt. So. Ja, jetzt nochmal eben kurz gucken. Teile fürs... Ah, da sind die Teile fürs Präzisionsgewehr. Gut, dann gehen wir da doch hin. Straight folgen wir unserer Mission. Teilweise. So. Aber so wie es sich anhört, scheinen sie gut bewacht zu sein. Oh. Oh, was zum... Oh Gott. Was bist du jetzt wieder? Ach, du meine Fresse. Was ist das? Und vor allem sollten wir uns damit anlegen. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher. Mal eben kurz auf die Karte gucken. Wo, da haben wir einen Safe Spot. Einen Unterschlupf. Da hatten wir die letzte Werkbank. Das bedeutet, da wird auch eine drin sein. Ach du meine Fresse. Ich habe echt keine Ahnung, ob wir uns damit anlegen wollen. Also, ich würde ganz gerne noch ein paar Bolzen basteln. Nur eben Sprengbolzen. Bevor ich mich mit dem Viech da anlege. Also, liebe Leute, das ist keine Flucht auf Dauer. Das ist nur taktisch. Mobius hat da wieder dicht gemacht. So, wieder ein bisschen Loot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hast du noch was? Nee. Ah Gott, das klingt auch so fies, das Ding. So. Ein Sprengbolzen haben wir mal eben eingelassen. Leute, das ist mir ein bisschen zu ruhig hier. Ehrlich zu sein. Dafür, dass hier so viel Geschirr rumsteht. So viel Gedöns. Oh, du bist ja nicht mehr reingekommen. Warum nicht? Okay, ein Elektrobolzen. Und da können wir mal gucken, untersuchen. Defekte Verteilerkästen. Defekte Verteilerkästen können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du einen Schockbolzen mit der Hüterarmbrust drauf abfeuerst. Probieren wir das mal aus. Okay, können wir jetzt die Türen öffnen? Ah! Resonanzpunkt wurde protokolliert. Oh, oh, oh! Ah, Scheiße! Weg! Weg, 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 weg!
Nee, das vielleicht. So. So. Boah, Dude, ey. So, lass dich mal eben kaputt machen. Dankeschön. Meine Fresse. Oh, wir haben schon ordentlich Gel gesammelt. So. Jetzt können wir das Ding nochmal aufmachen. Und jetzt können wir da nochmal angucken. Ja, was zum Geier war das? War das dieses Viech, was da gerade draußen rumgekreucht ist? Rumkreucht und fleuchte. So, hier haben wir wieder einen Safe Spot. Sehr schön. Das gefällt mir. Was ist das denn? Halten zu das Marktbetrieb. Ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Okay. Können wir also nicht benutzen. Da haben wir wieder Kaffee, das ist natürlich cool. Kaffee ist immer cool. So. Eine Spritze. Ah! Da kommen wir dann auch wieder in sein Zimmer. Dort haben wir noch was. Bericht Nummer 0122. Rekruten. Betreff Anwerbung und Mood Center. Die Anzahl der Bewerber und die Mood Center hat über die Mood Center hat die der medizinischen Tests überstiegen. Die Registrierung der Mood Center als von der Steuer befreite religiöse Einrichtung hat den Umsatz gesteigert, den wir für neue Erweiterungen eingesetzt haben, um viele neue Rekruten unterzubringen. Mr. Wallace Nutzung des neurolinguistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbarer und stabiler sind als bisherige Stemmkandidaten. Mio Center Rekruten sind darüber hinaus bereit, familiäre Bindungen zu kappen, was den Druck auf Mobius Operatives mindert, die bei Vollzugsbehörden arbeiten. Die lästigen, vermissten Berichte werden nicht mehr notwendig sein. Ich empfehle daher, die Anwerbung über Mio Center zum Mobius Standardprozedur zu machen, um neue Einwohner zu erhalten. Sie war ein durchschlagender Erfolg. Okay. Weitere Informationen. Was haben wir denn dort? Patronen. Patronen sind auch immer schön. So. Oh. Rauchbolzen. Dieser Armbrustbolzen setzt um die Einschlagstelle herum eine Rauchwolke frei. Manchmal ist ein heimliches Vorgehen eine bessere Wahl als eine offene Konfrontation. Wenn Gegner dich nicht sehen können, ist es einfacher zu entkommen oder einen Schleichtangriff auszuführen. Das Verbessern deiner Rauchbolzen an einer Werkbank kann dir die Möglichkeit verschaffen, Gegner im Wirkungsbereich mit einem Schleichtangriff auszuschalten. Rauchbolzen können durch die Kombination von Rauchpulver und Schießpulver hergestellt werden. Sehr, sehr schön. Also mit Mehl und Schießpulver. Um es genau zu nehmen. So, was haben wir da? Waffenteile. Jawohl. Jawohl, ja. Gut. Kaffee brauchen wir gerade nicht. Dann schlage ich vor. Na, das hier sammeln wir noch ein. Genau. Spritze nehmen wir auch mit. Ich bin der Meinung, bevor wir überhaupt an Safen denken, gehen wir erst nochmal wieder hier rein. In Sebastians Zimmer.
Da können wir auch wieder speichern. Was ist denn los, Mieze? Miezi? Wo bist du? Was hast du denn? Hey, kleine. Projektor benutzen? Oh, was ist denn? So, wir haben aber mehr als das eine Dia bisher nicht gefunden. Ja, aufstehen. Hallo? Hallo? Was zum... Warum... Sag nicht, das Spiel ist jetzt abgestürzt. Das wäre nicht so cool. Hallo? Hallo? Steh doch auf. Ja, sehr uncool. Spiel laden. Automatisches Speichern. Wann ist gespeichert worden? Ja, vor ein paar Minuten. Nee, wir lassen es nochmal eben. Steh auf. Komm. Steh doch auf, Mann. Nee, scheint sich gerade irgendwie aufgehängt zu haben. Ich weiß nicht warum. Das müssen wir dann wohl nochmal eben laden. Sehr, sehr blöde. Ach nein, ah, scheiße, jetzt kommt das nochmal. Wo ist er hin? Da. So, das machen wir noch. Oh, oh, oh. Oh nein. Oh oh. Jetzt hört er uns aber nicht mehr. Das ist schon mal gut. Ja, Mann! Ich muss bei den Dingern besser aufpassen. Bin ich auch für. So. Das lief ja vorhin auch zu gut, oder? So. Jetzt rennt er da auf der Straße rum. Ach. Ja. Renn ins Freie, mach's gut, Barney. So. Oh, was hast du denn? Ah, okay, Schrottmunition. Die ist voll. Gut, dann jetzt hier rein. Benutzen. Such dir einen anderen Unterschlupf. Hier ist alles dicht. Kapiert? Okay. Wir überspringen es jetzt einmal, weil wir das ja schon gehört haben. So, sammeln hier das Gedöns nochmal ein. Hatten wir hier noch was gefunden? Ich glaube nicht. Nope. Da drin auch nicht. Nee. Dann gehen wir jetzt wieder hier rein.
Wichtig, keine Dias angucken. Kaffee brauchten wir keinen. Das hier eingesammelt. Ja. Davon haben wir was eingesammelt. Hier vorne die Sachen. So. Hier sind wir lang, haben das eingesammelt. Aber das ist schon seltsam, dass das da einfach mal eben so abgestürzt ist. So, da waren wir noch dran und haben die Waffenteile eingesammelt. Jetzt sind keine mehr drin. Fies. Das ist doch gemein. Ja, komm, wir tun uns damit nicht weh und dann müssen wir nicht wieder alles nochmal machen. So. Speichern wir dort. Ja. Yep. Weil ist ja noch dasselbe Kapitel. So. Jetzt können wir da rein. Genau. Das Mizi hatten wir gehört. Jetzt würde ich ganz gerne mal eben hier reingucken. In Sebastians Zimmer haben wir diese... Ah, da stehen sie ja. Jetzt stehen sie hier mit dabei. Sehr cool. Haben wir also mit archiviert sozusagen. Dann gehen wir mal hinten auf unser Stühlchen. Etwas mitgebracht. Meine Fresse. Schlüssel? Exzellent. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung, aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Na los, öffnen Sie einen. Sein ja. Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben als hier unter Verschluss. Ah, okay. So funktioniert das. Und jetzt, ah, jetzt suchen wir hier einfach direkt einen aus. Dann nehmen wir mal den. Nehmen und gegenüberliegend. Yeah, Glas voll Dreck. 3000 sogar. Sehr schön. Zwei Schränke geöffnet und zweimal war was drin gewesen, was so, ja, okay ist, sag ich jetzt mal. Gut, wir könnten unsere Athletik auffüllen, unsere Heilung, Kauffertigkeit, um die Gesundheit schneller zu regenerieren. Was haben wir denn hier? Regeneriere schneller bei Heilung kurz vor Tod. Ja, okay. Regeneriere Gesundheit. Okay. Nee, dann gucke ich mal bei Athletik. Dafür können wir was ausgeben hier. Steigert Maximum der Ausdauer. Machen wir gleich zwei Level. Was ist hier? Verbesserung freischalten. Was haben wir denn da? Chance, einem Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte. Funktioniert nicht bei allen Angriffen, okay? Regeneration der Ausdauer wird beschleunigt. Okay. List. Und dich besser stecken und lautlos sofort zu bewegen. Gesundheit würde ich ganz gerne aufstocken. Maximum der Lebensanzeige. Maximum der Lebensanzeige. Da weiß ich noch nicht. So. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Reflexe. Du weichst gegnerischen Angriffen automatisch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aus. Manchen Angriffen kannst du mit der Fähigkeit Reflexe nicht ausweichen. Okay. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Jetzt haben wir noch 5000 Punkte. Heilung könnten wir natürlich was reinstecken. Oder auch List oder Kampf. Ich würde sagen Nahkampf, oder? Die Messer extra mehr Schaden. Verringert das Wackeln der Zielhilfe. Okay. Ich
Ja, dann nehmen wir doch mal das hier. Nahkampfangriffe, darunter Angriffe mit Waffen wie Messer und Äxte verursachen mehr Schaden. Machen wir auch. Das finde ich ganz gut, wenn wir uns ein bisschen besser wehren können. Dann würde ich sagen, noch Heilung. Super. Und dann haben wir so ziemlich nichts mehr übrig. Gut. Aufstehen. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal eben an die Werkbank. Herstellung. Ja, Präzisionsgewehr neu. Was fehlt uns? Die fehlen folgende Komponententeile fürs Präzisionsgewehr. Okay. Ich wollte Explosivbolzen basteln. So. Patz. Selbst ist der Mann als Errungenschaft freigeschaltet. So, Harpunbolzen. Können wir 3 Stück basteln. Machen wir mal. Wer weiß. Waffenverbesserung. Da könnten wir jetzt noch mal gucken. Die Reichweite würde ich ganz gerne erhöhen. Reicht das aus? 25 Stück? Okay. 50 Stück. Eine hochwertige Schraube bräuchten wir hierfür. Okay. Dann würde ich da nochmal schauen. Feuerkraft. Auf jeden Fall erhöhen. Ja, nehmen wir. Nur das Beste. Errungenschaft freigeschaltet. Und nochmal 240. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, kritischen Schaden. Schaden zu verursachen, wenn du die Schwachstelle eines Gegners triffst. Das ist schön, aber auf jeden Fall unsere Pistole benutzen wir öfter mal. Also wäre es auch ganz sinnvoll, wenn wir da ein bisschen stärker mit sind. So, hier wollten wir wieder raus. Da ist unser Spiegel. Hier haben wir mal eben einen Safe Spot. Jupp. Überschreiben, jetzt kann da nichts mehr passieren. So. Und wir gehen wieder ins Level, denn wir werden uns jetzt dem dicken Gegner nähern, um dann an unsere Präzisionsgewehrteile zu kommen. Eben kurz nochmal schauen, wir haben hier die falschen Bolzen drin. Die sollen sein. Hier nochmal nachladen, ist nachgeladen. Gut, dann können wir die nochmal nehmen. Ich wollte hier nur wieder raus, da. Gut. Wir haben auf jeden Fall ein ordentliches Maß an Energie. So. Der Dude rennt da hinten immer noch irgendwo im Garten rum wahrscheinlich. Und jetzt gehen wir hier lang. Mal gucken, von hier oben sehen wir den doch auch. Da könnten wir jetzt mal schauen, wie weit können wir damit zielen. Oh, das ist doch gut. Oh. Hat sich zu beschissen bewegt. Sieht uns noch nicht. Jawohl. Ist das Ding hin? Sieht so aus. Vielleicht noch mal eben nachladen. Genau. Haha. Das hat gereicht, wa? Siehst du widerlich aus. Was zum Teufel warst du? Und der hier. Okay. Gut, dass wir da noch mal gegengehauen haben. Und jetzt finden wir hier wieder ein Geräusch.
Ach ne, das ist nur die Mädchenstimme. Oder was heißt nur, aber es ist die Mädchenstimme. So, am Auto hier ist nichts. An diesem hier vielleicht. Auch nicht. Dann können wir ja jetzt zu dem Schuppen hier gehen. Wobei mich diese Viecher hier irgendwie nerven, ne? Also, kurz drüber latsch. Ah, du bist auch noch lebendig. Oh, 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 falsche Waffe. Oh. Na, cool. Wie schön der ausgewichen ist. Das war's? Dude. Sehr geil. Ihr lebt nämlich alle noch, ne? Natürlich lebt ihr alle noch. So. Patz. Machen wir keine Späßchen mit. So. So. Und hier nochmal. Und ein paar Waffenteile und ein bisschen Rauchpulver. Nee, in das Auto wollen wir nicht klettern. Schön, den Explosivbolzen konnten wir wieder einsammeln. Das, oh, ups, das wollte ich nicht. Aber es ist trotzdem passiert. So. Können wir nicht kaputt machen? So, wer klopft da? Das werden wir jetzt überprüfen. Und mal kurz schauen. So. Hast du davon, dass du hier so eine Randale machst? So. Das einmal und dann haben wir noch ein Rohr und Waffenteile. Und Teile fürs Präzisionsgewehr. Ersatzteile für Präzisionsgewehre. Wenn es hier Teile gibt, muss auch irgendwo ein Präzisionsgewehr sein. Mit den Teilen müsste ich das Gewehr reparieren können. Ja, das denke ich aber auch. Ein paar Nägel, davon noch was. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier ran. Herstellung. Ja, einmal reicht. Zack, Präzisionsgewehr. Dieses Gewehr ist dank des starken Fernrohrs auf große Entfernung äußerst präzise, wenn du dir deine Hände mal nicht schmutzig machen willst. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Jetzt haben wir ein Scharfschützengewehr, Leute. Da können wir hier mal aufmachen. Dürfte ja nichts mehr los sein. Zack. Genug Krach gemacht damit. Und das kommt dorthin. Sehr geil. Du, 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 du. Upp. Unterschiedliche. Ha! Jetzt werden wir darauf reinfallen. Du, 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 du. Patz! So. Dankeschön. Gut, gut. Haben wir alles, was wir haben wollten. Oh, hier. Wir haben noch nicht im Müll gewühlt. Ah, wieder was Schönes. Gibt wieder Schießpulver. Da können wir auch noch rein, oder wie? Nope. Okay, da ist nur die Mädchenstimme. Was haben wir denn hier noch offen? Hier vorne hätten wir noch was. Schrotmunition. Aber wir haben noch gar keine Schrotflinte. Da ist die unbekannte Frauenstimme und hier sind die Abtrünnigen. Müssen wir halt auch mal schauen. Ich schlage vor, wir gehen jetzt erstmal. Was haben wir denn da? Spüre den Ursprung der Stimme des Mädchens mit Hilfe des Kommunikators. Hä? Ah, okay. Da wollten wir aber hin. Dann sind wir hier schon mal auf dem richtigen Weg. Jetzt können wir nochmal wieder schauen, was es so aufzuheben gibt. Nee, das können wir nicht aufnehmen. Da haben wir genug von.
Aber ich bin dafür, dass wir unseren Fortschritt, Entschuldigung, erstmal für uns speichern. Und hier ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Gut. Fortschritt speichern. Super. Das ist doch gut gelaufen. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weitermachen mit The Evil Within 2. Ciao.